Wenn wir vor Jahren noch über Kopfhörer gesprochen haben, dann waren es meistens mit Kabel gebundene Over-Ear-Kopfhörer, so ganz große Wäscher, die man an Receiver angeschlossen hat oder an seine Stereoanlage zu Hause. Na, wer kennt's noch? Schreibt's mal in die Kommentare. Irgendwann später kamen dann In-Ear-Kopfhörer, kabellose In-Ear-Kopfhörer, die teilweise immer kleiner wurden oder fancier wurden oder mit Active Noise Cancelling daherkamen. Hier nur einige von denen, die ich selbst habe. Kommt mal alles weg. Kabellose Kopfhörer ist das eine. Aber wir haben immer noch irgendwas im Ohr oder auf dem Ohr. Ich habe vor Monaten, das ist schon her, schon mal was Ähnliches getestet oder vorgestellt wie heute. Und zwar Kopfhörer, die über das Ohr drüber gehen hier und hier vorne den Sound quasi infusionieren. Gibt's das? Wir schauen auf jeden Fall heute mal gemeinsam drauf. Soundpeats Run Free Lite. Jetzt im Video. Ihr wisst, wenn Soundpeats mich anschreibt, dann sage ich selten nein, weil ich weiß, dass da gute Qualität kommt, zumindest was Sound angeht. Jetzt weiß ich, mit In-Ears kennen sie sich aus, haben sie gute Erfahrungen gemacht und jetzt kamen sie mit einem Run-Free Lite. Ich bin jetzt ja nicht der große Läufer, aber mein großer Bruder, der macht Triathlon, der läuft verdammt viel, der fährt viel Fahrrad, der schwimmt. Zum Schwimmen sind die eher nicht geeignet, glaube ich. Aber ich habe dann gesagt, ja, schickt sie mir mal her und dann mache ich Folgendes. Und zwar mache ich mich auf nach Berlin und werde dann mit meinem Bruder mal gemeinsam testen oder er testet dann größtenteils, wie sich die Dinger machen und ob das nützlich ist und ob das was für ihn ist oder ob das generell was für Fahrradfahrer oder für Läufer ist. Das werden wir rausfinden und das machen wir dann im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos schauen wir da gemeinsam drauf. Jetzt schauen wir erstmal gemeinsam drauf, was hier dabei ist in der Verpackung. Relativ easy verpackt, da ist so eine Quick-Start-Anleitung, nehme ich an. User Guide, Gebrauchsanweisung, auch wieder mit der App koppelbar, das ist ganz cool. Und hier noch so ein kleines Zubehörtäschelchen, USB-C auf USB-A, ein kleines Ladekabel. Und das sind die Kopfhörer. Sehr flexibel, was da hinten angeht, sehr leicht. Und man zieht sie logischerweise nicht so an, das wäre doof. Der Scherz war auch nicht gut. Und, okay. Also das sind keine Bone Conduction Headphones, die so vorne auf den Knochen gehen, sondern die sitzen auf dem Ohr drauf. Das macht den Sitz sehr angenehm, muss ich sagen. Und hinten ist es auch nicht zu schwer. Selbst wenn man das jetzt hinten sieht, dass es ein bisschen mal runterkommt, also absteht. Hört man den Stuhl? Okay. Da haben wir links Tasten, Kamera da oben, da haben wir Tasten. Das Plus, Minus und in der Mitte ist noch eine wahrscheinlich Wahltaste oder irgendwas. Auf der anderen Seite ist nichts. So, okay, wir haben connected. Dann können wir jetzt mal Spotify anmachen. Das ist cool. Mal ein bisschen mehr Bass. So, jetzt mache ich mal Pause. Das Coole ist, sobald ich Pause mache, ich muss jetzt nicht irgendwie die Ohrhörer rausholen oder sonst irgendwas. Ich höre exakt so, als wenn ich die Dinger nicht auf hätte, weil die halt wirklich so ein bisschen vorm Ohr noch sind. Also die machen das Ohr verschließen nicht. Das hat natürlich den Nachteil, oder ein Fakt eigentlich, ist kein Nachteil, finde ich, dass der Bass nicht so wummernd ins Ohr reingeht. Finde ich aber echt nicht schlecht. Also das hört sich, finde ich jetzt, ganz gut an vom Klang her. Und ich habe den Bass trotzdem noch so, dass ich den gut wahrnehme. Also es ist nicht so, dass jetzt der Bass weg ist, so wie es bei den Bone Conductive Headphones so war, dass es sehr leise einfach nur durch die Knochen reingeht, dann hast du auch nicht so einen Bass. Der ist schon da, aber halt so ein bisschen weiter weg. Ich finde es sehr angenehm. Ich finde es echt angenehm. Vor allem sind sie sehr leicht und da bewegt sich nichts. Die sitzen auf dem Ohr richtig schön fest und drücken an keiner Stelle. Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, müsste ich mal schauen, Brille anziehen, ob das dann trotzdem noch funktioniert, weil gerade beim Fahrradfahren hast du normalerweise eine Brille an oder auch beim Laufen hast du vielleicht eine Brille an, eine Laufbrille. Das ist für Sportler ja schon existenziell wichtig. Die gehen da drüber. Also die Brille, die liegt da oben auf und das macht es jetzt auch nicht viel schlimmer. Das funktioniert schon. Drunter wird nicht gehen. Na, auch, aber macht einfach nur ein bisschen mehr, ja, lässt die Ohren ein bisschen abstehen hier links und rechts, wenn es daneben macht. Ich glaube, ich würde es eher drauf machen. Ja. Aber auch eine Sportbrille sitzt ja auch mit den Gummis hinten eigentlich ganz gut fest. Von daher ist es auch kein Problem. Ich bin gespannt. Was macht's für Sportler aus? Was macht den Unterschied? Im Straßenverkehr, beim Fahrradfahren kann ich mir sehr gut vorstellen, weil du halt trotzdem noch alle anderen Außengeräusche hörst.
auch beim Fahrradfahren so im Wald oder sonst irgendwo bist du immer darauf angewiesen, dass du alle Geräusche links und rechts von dir wahrnimmst und mithörst. Deswegen ist es gar nicht schlecht. Vielleicht auch gerade zum Telefonieren. Mikrofone sind auch drin, genau. Das werde ich auch noch testen, wie das mit dem Telefonieren dann funktioniert. Ansonsten ist das so mein Ersteindruck. Macht einen guten Eindruck, Soundpeats-mäßig. Ich bin vom Klang echt ein bisschen überrascht. Also besser, als ich mir das vorgestellt habe, weil es nicht im Ohr drin ist oder nicht irgendwo mit dem Ohr abschließt. Insofern auf jeden Fall ein guter Ersteindruck. Wenn du Fragen hast, scheu dich nicht, schreib es unten in die Kommentare, schreib es mir rein, was dich interessiert an den Teilen, dann kann ich das mit ins Review mit einfließen lassen. Vielleicht bist du selbst Sportler und sagst, ich würde es gern wissen, wie es sich auf dem Rennrad mit 50 Stundenkilometer oder so anfühlt. Lass es mich gern wissen, dann kann man da vielleicht die Testverfahren noch so anpassen, wie es dir beliebt. Ansonsten abonnier den Kanal, herzlich willkommen, wenn du neu dabei bist. Und like das Video, wenn dir sowas gefällt. Wie gesagt, ein erster Eindruck soll gar nicht lang sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Im nächsten Video gehe ich dann auch mit drauf ein, auf die App, auf die Konnektivität mit der App, welche Einstellungen die App über den Standard hinaus noch mit sich bringt. Und dann schauen wir da gemeinsam nochmal drauf. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.